Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker, und wir fangen gleich mal an mit der Dschungelnachlese. Rolf Zacher hat heute nicht stattgefunden, großartig, oder? Hat der irgendwas Wichtiges erzählt, Rolf Zacher? Der hat nur rumgeoppert, der hat ein bisschen. Ist zu laut. So, wer ist das? Ach, Natalie Volk, die GNTM-Nutte, die ist heute nur dadurch aufgefallen, dass sie so zwei Zöpfe, einen Zopf links und einen rechts hatte, und da hat sie sich so Palmenblätter eingeflochten, und das fand Sonja Zietlow total apart, und da hat sich die Natalie Volk total drüber gefreut. Das war's dann aber auch schon. Sophia Wollersheim. Sophia Wollersheim war heute wieder sehr interessiert. Nee, was war mit Sophia? Was war mit der? Die hatte irgendwas mit Brüsten? Nee. Sophia Wollersheim hatte irgendwas mit Brüsten. Heute war ja der Tag der Küchenpsychologie. Brunter Gabriel lag wellig wie immer auf seiner Pritsche und hat dann gesagt, als er mal kurz wach war, hat er dann gesagt: Sophie, komm mal ran hier, muss sie mal was fragen, du. Da komm mal ran hier, ne? Und da hat die sich so schon ganz zaghaft zu ihm nur gesetzt, und dann ging gleich die Hände von dem, ging gleich wieder so schön an den Arm ran. Und da hat er gesagt: Du, Sophia, ich will dir ja nicht zu nahe treten, ne? Aber sag mal, du bist so ein hübsches Mädchen, du, ne? Aber warum hast du das alles machen lassen eigentlich? Und dann war das ganze Gesicht. Und dann fing's an. Und dann in der Schule wurde so wahnsinnig gehänselt. Und auch, und sie hat auch so kleine Brüste gehabt. Und sie hat immer mit BH geschlafen. Und fette Brüste. Naja. Ach, sie war fett. Und hat immer mit BH geschlafen. Und deshalb hat sie das alles machen lassen. Sie hat auch Menderes. Sie hat dann David Ortegas. Hat sie noch dann erklärt, wo sie was hat machen lassen. Das hat David Ortegas natürlich überhaupt nicht verstanden. Weil der hat die ganze Zeit gedacht, die sieht von Natur aus so aus. Der wusste bislang gar nicht, dass es Schönheitsoperationen überhaupt gibt. David Ortega hat uns heute wieder fantastische Dinge aus seinem Leben erzählt. Zum einen hat er uns heute erzählt, als dann sie bekamen dann ein Essen runter ins Camp, und da war eine Taube drin. Und David Ortega war total baff. Taube. Tauben leben ja eigentlich im Wald. Und der hat ja noch nie gegessen, so eine Taube. Und Tauben sind ja Vögel. Und Vögel sind die Nachfahren von den Dinosauriern. Die Dinosaurier sind ja nur vor 65 Millionen Jahren ausgestorben, weil die so viel Unsinn gemacht haben. Er ist mit Abstand der aller dümmste Mensch auf der ganzen Welt. Der ist sowas von mega dumm, auch in der Dschungelprüfung. Der war dann in der Dschungelprüfung zusammen mit der Kampflesbe. Und der war so eine Muschi, wie ich es gestern prophezeit habe. Der hat geschrien wie am Spieß, hat aber die Dschungelprüfung gewonnen. Ansonsten war die Dschungelprüfung ziemlich langweilig. Die Kampflesbe hat ja wieder ihren schönen Rattenschwanz gehabt. Und die ist immer besoffen. Die muss irgendwie heimlich saufen. Und dann hat die auch kurz bevor es in diesen Sarg ging, die waren in so Särgen, da hat sie hier eine Frisur, und da hat die bestimmt einen Flachmann drin versteckt. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Brigitte Nielsen wurde heute nicht besprochen. Also sie hat ja, wie auch schon Sonja Zietlow erwähnte, am Anfang gleich ihren ganzen Knaller rausgehauen. Was geht los da rein? Und hey, und was noch? Und das war's dann auch schon. Und momentan macht sie eigentlich gar nichts. Menderes hat dann heute auch eine Familienbeichte. Das war wirklich, ich muss wirklich sagen, das war wirklich ein Moment, da habe ich auch auf der Bühne keine Witze gemacht, weil es waren wirklich keine schönen Geschichten, die erzählt haben. Der wurde halt von seinem Vater blöd behandelt und geschlagen, was weiß ich, was er erzählt hat. Der Vater ist gestorben. Ja, aber der hat auch seinen Vater auch gehasst irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, weil er nur gesoffen hat und irgendwie sowas. Und der Vater von dem speedsüchtigen Fußballer hat auch gesoffen und hat dann noch viel schlimmere Sachen gemacht. Und das war, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen, aber dann kam Rolf Zacher kam dann angeoppert. Der hat sich mal kurz aufgerichtet und dann hat er die getröstet. Ich habe tolle, tolle Hintergrundinformationen zu Ricky Harris. Mir wurde heute gesteckt, dass in der Süddeutschen war ein Bericht von Ricky Harris, und da haben sie geschrieben, dass der, sein Hauptberuf ist momentan Bademeister in einem kleinen Bad so und so in der Nähe von München. Ja. Und er hat die Niere von seiner Schwester. Und er hat die Niere von seiner Schwester.
Okay, ja. Das interessiert jetzt aber wirklich keine Sau. Gunter Gabriel, David Ortegas mag den Gunter anscheinend irgendwie ein bisschen, weil der textet den ja nonstop zu. Und Gunter Gabriel, den finde ich aber ehrlich gesagt wirklich ein bisschen cool, weil der sagt doch immer so, ey Mann, also David, halt's mal, ich interessiert mich nicht, du bist mir zu jung und du redest eh nur Scheiße. Ne? Aber der Gunter Gabriel, wer es gesehen hat, der lag auf der Pritsche und dann hat man hier so seine Knie gesehen und der hat so viel Falten an den Knien, da wächst ein zweites Gesicht an seine Knie. Gruselig. Ein besseres, ja, es kann ja nur besser sein. Das ein. Und der Trend geht ja zum Kniegesicht. Wer ist das? Jenny Elvers. Jenny Elvers ist heute nicht aufgetaucht. Das wandelnde Schlupflied des Dschungelcamps muss aber morgen in eine Prüfung. Schade. So, ihr süßen Mäuse, das war's auch schon. Morgen gibt es keine Dschungelnachlese, weil ich nämlich morgen hier nicht moderiere im Rauschgold, weil ich mir nicht mal einen Tag frei nehme. Ein Tag. Deshalb sehen wir uns aber Dienstagnacht wieder, ihr süßen Mäuse. Ich freue mich. Bis dann. Wir sehen uns im Internet. Bye. Sharing is caring.